rund um die Insel. Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Yilong Huang. Heute geht es weiter mit meinem Gespräch mit den drei StudentInnen der Suzhou-Universität. Lin Pangqi, Studentin der Japanologie, Zhao Yuying, Studentin der Germanistik und Lin Zhenting, Student der Geschichte. Alle drei gehören zu Taiwans indigenem Volk der Paiwan. Und alle drei sind in zwei Organisationen der Suzhou-Universität für indigene Völker involviert. Ich wollte noch wissen, woher sie die Informationen für ihre Aktivitäten bekommen. 是我们自己去原住民的同学去想出来说，我们要用怎么样的游戏的方式，让简单。 Unsere Aktivitäten sollen den anderen Studenten und Studentinnen auf spielerische, einfache und schnelle Weise beibringen, dass es in Taiwan derzeit 16 verschiedene indigene Völker gibt und welche verschiedenen Traditionen und Kulturen sie haben. Wenn die Aktivitäten oder Fragen zu schwer sind, können die anderen Studenten und Studentinnen diese vielleicht nicht beantworten und haben dann keine Lust, daran teilzunehmen. Wir haben zum Beispiel ein Spiel, bei dem wir verschiedene Instrumente zeigen und die Studenten und Studentinnen müssen raten, wie die Instrumente heißen und von welchem Volk sie verwendet werden. Oder wir zeigen verschiedene Totems und die Teilnehmer müssen dann anhand der Farben raten, zu welchem Volk sie gehören. Diese Aktivitäten denken wir uns selbst aus und die Informationen bekommen wir aus dem Internet oder einige unserer indigenen Studenten oder Studentinnen kennen diese Sachen schon und stellen sie dann selbst her. Die Einstellung gegenüber Taiwans indigene Völker war nicht immer positiv. Glauben Sie, das hat sich inzwischen geändert? Gibt es zum Beispiel mehr Interesse oder ein besseres Verständnis für die indigenen Völker? Lin Pangqi? Ich denke, das Interesse ist da. Ich habe zum Beispiel mal einen Kurs über Sozialarbeit in indigenen Gesellschaften gewählt. Da gab es viele Studenten und Studentinnen, die selbst zu keinem der indigenen Völker gehörten, aber großes Interesse an der indigenen Kultur und Tradition hatten und mehr darüber erfahren wollten. Sie haben dann an verschiedenen Aktivitäten teilgenommen oder sind auch in die Ureinwohnerdörfer gegangen, um mehr über die indigenen Völker zu erfahren. Auch hier an der Universität, finde ich, gibt es viele Studenten und Studentinnen, die Interesse an den indigenen Völkern haben. Sie nehmen dann an den verschiedenen Kursen teil, die wir anbieten, und stellen dann auch Fragen, zum Beispiel zu den Unterschieden der verschiedenen Völker. Aber was das Verstehen der indigenen Völker angeht, da gibt es noch viele Missverständnisse oder Fehler, glaube ich. Aber ich denke, das wird nach und nach besser, je mehr die Leute über die indigenen Völker erfahren. Und Zhao Yuying? 就是我妈妈本身，她也不是原住民，然后她也是。 Meine Mutter selbst ist keine Ureinwohnerin. Erst als sie mit Ureinwohnern in Kontakt kam, begann sie ein Interesse dafür zu entwickeln und wurde neugierig. Sie wunderte sich, dass diese Völker zwar alle in Taiwan leben, aber sie selbst so wenig von der Kultur wusste. Sie interessiert sich selbst für Stickerei und Näharbeit. Und als sie entdeckte, dass es so viele verschiedene Totems bei den indigenen Völkern gibt, wurde sie neugierig und wollte wissen, welche Bedeutungen die verschiedenen Totems haben. Dann begann sie sich damit zu beschäftigen, wie man diese verschiedenen Totems sticken kann. So hat sie insgesamt immer mehr Interesse für die indigene Kultur entwickelt. Aber ansonsten habe ich oft das Gefühl, dass diejenigen, die sich für die indigenen Völker interessieren, nicht Taiwaner sind, sondern sie kommen eher aus dem Ausland, zum Beispiel aus Ländern, in denen es schon verschiedene Völker und Kulturen gibt, zum Beispiel Leute aus Singapur oder Malaysia. Dort gibt es auch verschiedene Völker. Und dann kommen sie hierher und entdecken, dass Taiwan auch so viele verschiedene Völker hat. Aber es wird kaum bekannt gemacht. Dann wollen sie mehr über die indigenen Völker, die Minderheiten Taiwans, erfahren und verstehen, wo die Unterschiede zu den anderen Taiwanern wie den Han oder den Hakka liegen. Die meisten meiner Freunde, die zu den Han gehören, wissen oft zwar, dass es in Taiwan indigene Völker gibt, aber sie wollen nicht wirklich viel darüber in Erfahrung bringen. Manchmal haben sie sogar noch einige eher negative Gedanken.
Aber auch was indigene Menschen selbst angeht, fehlt es oft noch an umfassendem Wissen. Wir haben derzeit 16 verschiedene indigene Völker in Taiwan. Aber ich denke, man weiß selbst eher etwas über sein eigenes Volk oder über die Völker, die dem eigenen Volk ähnlich sind. Ich selbst komme ja aus Pingtung und da weiß ich mehr über die Völker aus Pingtung, aber eher weniger über die Völker aus dem Norden. Darüber habe ich erst mehr erfahren, seit ich im Club und im Ressourcenzentrum bin. Haben Sie schon mal Diskriminierung erlebt? Ja. Ja. Ich glaube, es gibt es. Ja. Ich glaube, es ist in... 在学校里倒是还好，可是然后我觉得大家都还蛮尊重彼此。可是我觉得在外面，比如说在职场上，然后。Ich denke, ja, in der Universität ist das nicht so. Da respektieren sich die meisten gegenseitig. Aber draußen, zum Beispiel auf dem Markt oder beim Essen, da hört man dann manchmal Sachen, bei denen man sich dann unwohl fühlt. Es gibt halt immer noch viele eher negative Stereotypen über die indigenen Taiwaner. Aber ich glaube, das wird sich mit der Zeit verbessern, wenn man diese veralteten Ansichten über die indigenen Völker durchbricht und uns nicht mehr so negativ ansieht. Lin Genting? Als ich gerade mit der Uni angefangen habe, gab es eine ziemlich große Kluft zwischen mir und den Han-Studenten. Ich habe mich auch nicht oft mit ihnen unterhalten. Wenn sie sich dann von sich aus mit mir unterhielten, stellten sie oft eher komische Fragen, bei denen ich mich unwohl fühlte. Dazu kam, dass ich persönlich wahrscheinlich einige dieser Stereotypen über Ureinwohner erfülle. Deshalb war es für mich oft schwierig, diese Gedanken zu widerlegen. Denn sie sagten dann, aber du bist doch so, und so sind die Ureinwohner. Da half es auch nichts, wenn ich sagte, dass aber die anderen indigenen Studenten oder Studentinnen nicht so sind. Sie glaubten mir dann einfach nicht. Aber je länger ich mit ihnen interagierte, desto mehr wurde mir klar, dass sie einfach nicht viel über uns wissen und deshalb oft so komische Fragen stellen. Mit der Zeit wurde das dann besser und wir freundeten uns an. Was Diskriminierung angeht, das wird immer weniger. Was haben Sie durch Ihre Teilnahme im Zentrum und im Club gelernt? Zhao Yuying? Ich selbst bin in der Stadt groß geworden, deshalb war ich mir wahrscheinlich nicht so sehr über meine beiden Identitäten bewusst. Vielleicht auch, weil ich mich besser mit meiner Mutter verstanden habe, habe ich mehr über die Kultur der Han-Taiwaner gewusst. Und erst als ich dann zur Uni kam und an all den Aktivitäten teilgenommen habe, fragte ich mich, warum ich so wenig über meine indigene Identität wusste. Zheng Ting kommt aus einem Paiwan-Dorf und weiß deshalb sehr viel über die Paiwan-Kultur. Aber bei mir war es so, dass ich vielleicht schon einiges gehört hatte, aber nicht wirklich verstand. So war es am Anfang so, als ob ich von außen käme und reinschaute. Früher hat man mich vielleicht etwas über die indigenen Völker gefragt, weil ich eben Ureinwohnerin bin, aber ich konnte oft nicht darauf antworten. Heute kann ich aber viel mehr beantworten. Außerdem stehe ich nun vielleicht auch mehr zu meiner Identität, weil ich jetzt mehr darüber weiß. Und Lin Genting? Zum einen habe ich mehr über mein eigenes Volk gelernt, indem ich mich mit anderen Studenten und Studentinnen meines Volks unterhalten habe. Aber ich habe auch viel über die anderen indigenen Völker gelernt, dadurch, dass ich in Kontakt mit Studenten und Studentinnen anderer Völker gekommen bin. Darüber hinaus habe ich auch viel durch die vielen Diskussionen über die verschiedenen Themen, die uns betreffen, gelernt. Da kommen viele Leute mit unterschiedlichen Ansichten und Blickwinkeln zusammen. Und ich habe gelernt, tiefer über solche Fragen nachzudenken. Und ich habe auch einige neue Gedanken gewonnen.